Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Metro 2033. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen direkt weiter und wahrscheinlich könnte das sogar die letzte Folge schon werden. Wenn es der Fall ist, oder auch egal, ob's oder nicht, gerne ein Like da lassen. Gerne nochmal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Wir haben jetzt hier Eintrag 3 gefunden. Ach, schade, den ersten leider nicht. So, okay, was haben wir hier? Ich habe schon Geschichten über, ich habe schon Geschichten darüber gehört, dass die Erbauer der Metro nicht die ersten waren, die Tunnels und Korridore tief in den Boden unter Moskau gegraben haben. Versteckte Gänge wurden schon in der Zeit der ersten Zaren unter der Stadt gebaut, aber die Arbeiter, die sie bauten, sind Berichten zufolge auf noch ältere Höhlen und Gänge gestoßen, die aus längst vergessenen Zeiten stammen. Ihre namenlosen Schöpfer sind schon vor Jahrtausenden verschwunden und haben nur endlose Korridore hinterlassen, die vom Nichts ins Nichts dahinter führen. Und jetzt, vielleicht ein paar hundert Generationen danach, gehe ich, der letzte lebende Mensch, Vorsicht, eben diesen Weg. Okay, der letzte lebende Mensch, ja, hier in den Tunnel, ne? Oder in den Tunnels. Oh, fuck. Tot. Tot. Tot, einfach nur tot. Oder? Ja, tot. Scheiße. Scheiße. Oh, weg, 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 weg. Ihr bleibt dahin. Okay. Ja, war geplant, Freunde. War geplant. So, ey, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Unterstützung bis hierhin. Ich freue mich wirklich, dass es so gut bei euch ankam. Und bin ich hier überhaupt richtig? Ich bin komplett falsch, oder? Nein, hier. Hier rein? Geht das? Nein, geht nicht. Vielleicht hier unten? Ja, so. Das war nämlich eigentlich der Plan. Ah, ja. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Mach die Tür zu! Warte doch nicht so lange noch! Artyom! Hier! Gott sei Dank! Du lebst noch! Wir haben Stepan verloren. Mist! Hey, Ruhe! Ein Geräusch aus dem Tunnel! Hört ihr es nicht? Nee. Da kommt etwas. Ich stelle mich mal hinter die Jungs. Ich höre nichts. Was ist denn? Doch, jetzt. Ja. Wer fährt das denn jetzt? Geisterzug hier oder was? So. Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus. Das schaue ich mir mal an. Ich auch! Oh Gott, das sieht schon wieder so... so komisch aus, ey. Okay, Jungs. Irgendwie habe ich ein Ungottesgefühl dabei. Ja, ich auch. Ich auch. So, macht mal jetzt eine Ansage. Was geht ab jetzt hier? Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen den Zug nehmen, oder was? Na dann, let's go. Ey, geh mal. Kann man die Knarre wechseln hier mit den Leuten? Nee, schade. Ich muss diesen scheiß Flammenwerfer loswerden, um den. Halt! D6. D6! Okay, cool, Mann. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Gasmasken, schnell! Ich hatte meine schon auf. Ey Jungs, ich brauche mal ein bisschen Munition, wa? Ja, ganz gut. Wo sind wir jetzt zum Teufel, ey? Verdammt, 20 Jahre. Ja, Junge! Geh mal weg. Sowjetische Militärgebäude zu viel.
Pass also gut auf. Besonders du, Artyom. Ah, danke. Macht sich extra Sorgen um mich. Der Kontrollraum sollte da sein. Schau mir mal. Und dann war dem hier Papier und Gedeckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl. Jawohl, Herr Offizier. Jawohl. Okay. Warum haben die so krasse Taschenlampen und ich hab so eine Piss-Taschenlampe? Taschenlampe, ey. Was soll das, ey? Guck dir das mal an, ey. Ah, cool, neuer Filter. Auch nicht verkehrt. Weil die werden ja auch immer weniger jetzt hier gerade. Auch schon ewig gefühlt keinen mehr gefunden. Zumindest, ja, gefühlt halt. Ist es eigentlich hier so, dass man den Filter mehr verbraucht, wenn man irgendwie am Sprinten ist und Kämpfen ist so? Ja, weil man ja dann auch mehr atmet und sich anstrengt und so? Ist das so gemacht hier in dem Game? Weil gefühlt wird ja fast gar nichts erklärt. Also 90% der Informationen, die ihr mir gegeben habt, die werden gar nicht erklärt. Die werden nicht gezeigt. Dementsprechend kann es ja vielleicht wirklich sein. Wäre ja sogar realistisch, genau, so hatte ich mir alles vorgestellt. Obwohl, bei Filter ist... Nee, sorry. Ich habe das komplett verwechselt mit Sauerstoff, aber... Sowjetische Seele. Keine Ahnung. Was weißt du schon davon? Oder könnte es bei Filter auch sein, wenn du immer wieder schneller durchatmest durch den Filter? Immer wieder mehr durchpumpst und so? Ich meine, irgendwann ist er ja aufgebaut. Keine Ahnung. Dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht hier irgendwie so einen Eintrag finden oder sowas. Irgendwie. Kann man hier rein, ne? Okay, ich komme. Wir brauchen auf jeden Fall Licht, ey. Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Natürlich. Ey, es wird irgendwie extra auf mich aufgepasst, aber ich werde auch extra in die schwierigen und krassen Situationen geworfen, ne? Naja. Artyom! Da müssten vier Startermotoren sein! Ah, okay, alles klar. Das sind doch mal brauchbare Informationen. Sehr gut. Drück die Knöpfe auf mein Zeichen! Dritter Knopf! Ja, was ist der dritte Knopf? Jetzt steht hier irgendwo. Ah ja. Achso, einer so im Kreis. Dann müsste das ja der vierte sein, ne? Ja. Okay, weiter! Erster Knopf! Gut! Geht hier weiter! Zweiter Knopf! Okay! Na los! Komm hier zurück! Ja, ist gut! Okay, Soldaten, zum Bahnsteig! Okay, jetzt komplett zurück oder was wieder? Ja. Boah, ey. Ja, ich sehe ja gar nichts. Los, starte! Keine Chance! Nochmal versuchen! Hoffnungslos! Scheiße! Draufschlagen hilft immer, Junge. Das ist die beste Taktik. Cool! Cool! Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion. Wie sich das angehört hat. Cool. Alles gut. Artyom, wir rücken ab. Warum redet ihr so komisch jetzt? Ausrüstung gespielt. Boah, sieht das nice aus. Cool, Mann. Wobei man ja wirklich sagen muss, die Synchro auf Deutsch ist hier wirklich schrecklich, ey, mit diesem Akzent, ey. Da hätte ich mit meinem schlechten Akzent auch mitsprechen können. So schlecht ist das. Ich glaube, vom Feeling her wäre es sogar noch geiler, das auf Russisch zu spielen.
Mit deutschen Untertiteln. Wahrscheinlich wäre das noch geiler. 100% wäre das geiler bestimmt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Los! Aber auf der anderen Seite finde ich es auch besser, dass sie trotzdem versuchen, das mit Akzent zu sprechen, als normales Hochdeutsch. Finde ich trotzdem auch besser. Weißt du? Also jetzt mal angenommen, ich will normales Deutsch sprechen. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Wobei man auch sagen muss, die Sprecher einzeln sind richtig gut. Man kennt die ja. Teilweise haben wir ja Desmond Miles und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Sprecher. Aber es wirkt halt ein bisschen komisch, wenn sie die ganze Zeit mit diesem schlechten Akzent reden. Was ist das denn hier, ey? Die Eier und so. Nach links. Ekelhaft. Professor nach rechts. Das pulsiert ja richtig. Gib mir Deckung. Das lebt ja, ey. Dreck. Scheiße. Wenn die Pläne stimmen, müssen wir dahin. Aber wie können wir das Tor öffnen? Ideen? Artyom. Nein. Ich habe keine Ideen. Ich kann ja nicht mal reden. Was willst du von mir? Ja, da könnte man manchmal ein bisschen klarer sagen, was sie genau von mir wollen, eigentlich, ehrlich gesagt. Was denn? Was ist das denn? Alter, ekelhaft. Ja? Was macht der da? Strom? Gute Idee, ich pumpe meins auch mal ein bisschen auf. Oh, nice, sehr gut. Sehr gut, cool, ach, cool. Mann, los geht's. Ey, die Atmo ist so nice. So nice. Oh. Ja, aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung, wie man... Und jetzt leise. Los. Egal. Ihr habt es wahrscheinlich schon erklärt, aber jetzt habe ich mal 2-3 Folgen im Stück aufgenommen. Und wahrscheinlich werde ich es jetzt durchspielen, aber ich bin mal gespannt, wie man das bedient. Ich habe keine Ahnung. Machen Sie die Tür. Wladimir, das ist dein Gebiet. Was brauchst du? Anleitung A124, Seite 3. Platine DS22. Ah, genau. Da. Tolles Gedächtnis, Wladimir. Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist. Endlich zahlt sich die Ausbildung aus. Es funktioniert. Super. Ausgezeichnet. Erstens. Gestorben. Zweitens. Zerstört. Drittens. Viertens. Fünftens. Achtens. Zehntens. Das kann nicht sein. Hier ist einer. Jetzt kriege ich alle Informationen. Was zum Teufel ist passiert? Reservebatterie leer. Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert. Von hier aus können wir nicht starten. Wir müssen ihn auf unterster Ebene von Hand starten. Dem Plan nach ist das nicht schwierig. Geht fast alles automatisch. Hör auf zu lachen. Wie kommen wir runter? Nun, eine Etage tiefer ist ein Aufzug. Aber um ihn betreiben zu können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das Notlicht. Dann haben wir keine andere Wahl. Danke, Wladimir. Bleib hier und pass auf. Wir beeilen uns. Artyom, Ullmann, mitkommen. Ja, ist gut. So, warte mal, bevor wir es vergessen. Okay, den ersten Eintrag haben wir schon übersehen. Eintrag 2. Ich finde es immer noch schwierig zu glauben, dass all das von Menschen gebaut worden ist. Nicht von Riesen aus alten Märchen. Und es geht nicht nur mir so. Selbst der übergroße, immer fröhliche Ullmann ist merklich geschrumpft, als er die unglaubliche Größe dieser Bauten hier sah. Was sollte dieser Komplex darstellen? Wozu ist er gebaut worden? Wo sind die Leute hin? Und warum hat in der Metro noch nie jemand davon gehört? Ein Teppich aus benutzten Magazinen auf dem Boden. Man könnte meinen, dass hier ein heftiger Kampf stattgefunden hat. Aber es gibt weder Leichen noch Knochen. Was könnte hier geschehen sein? Was ist das denn jetzt? Los nochmal!
Jetzt habe ich ja gar keine Munition. Scheiße. Hast du nicht noch Sturmgewehr-Munition vorhin? Ey, Junge, ich habe ja gar nichts mehr. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Ulmer, Planänderung. Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung. Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom. Viel Glück. Junge, ich habe keine Munition. Kriege ich jetzt langsam mal Munition? Jetzt mal ernsthaft, Alter. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Sturmgewehr-Munition. Kann ich, okay, ausgehen. Super. Bin komplett am Arsch. Nice, cool. Los, geht die wilde Fahrt. Verdammt! Hier ist überall Scheiße! Wie ekelig! Wie ekelig! Tja. Okay. Okay, scheiße, Mann. Verdammt. Der Aufzug ist da hinten, aber die Tür ist zu. Ah, endlich. Okay, wir müssen außen herum. Vorsichtig. Wir decken uns gegenseitig. Ach du Scheiße. Unsere kleinen Freunde sind hier, wie ich sehe. Komm zu Papa, ihr Mistkerle. Achso, ich dachte, ich müsste den Filter wechseln, weil der so heftig am Atmen ist. Was passiert denn gerade, Junge? Komm schon! Ich bin hier! Ich brauche mehr Munition, ey. Brudatsch, ich brauche Munition, Brudatsch. Ich lass ihn einfach schießen. Ich lass ihn noch mehr schießen. Okay. Cool. Oh, geil. Er macht das schon. Schießt er das ab? Verflucht nochmal! Haben die eigentlich auch Strahlenanzüge oder was? Oder wie sieht es eigentlich aus? Das ist auch ganz geil. Das liebe ich auch an so 5 Amöben. Das sollen Amöben sein, okay. Hier, wenn du an der Waffe siehst, dass die Munition so weggeballert wird. Das, irgendwie, weiß nicht, das sind so die Kleinigkeiten. Auch die ganze Animation hier mit dem Wegwischen und so. Das ist schon cool. Das ist schon cool, auf jeden Fall. Oh Mann, ja. Okay, das ist der Aufzug. Ich hoffe, er funktioniert noch. warte kurz. Eintrag 3. Was sind das für Lebewesen? Kann man sie wirklich so nennen? Sind sie einfach so in den Ruinen der alten Welt entstanden oder wurden sie geschaffen? Nichts Natürliches ist an ihnen. Sie sind in jeder Hinsicht anders. Sie müssen ausgelöscht werden, bevor sie uns vernichten. Genau wie die Schwarzen. Entweder wird diese Welt wieder unsere Welt oder die Kreaturen, die sie nach uns betreten haben, werden uns alle vernichten und die Evolution vorantreiben. Wobei wir zu einer kleinen Fußnote auf ihren Seiten werden. Wir haben keine Wahl. Wir müssen das Erbe unserer Vorfahren mit Feuer und Schwert zurückgewinnen. Wir werden uns zurückholen, was unser rechtmäßiges Erbe ist. Und wir werden diese letzte Schlacht gewinnen. Oder untergehen. Unsichtbare Beobachter. Wie kann man nach all diesem Mist hier noch daran glauben? Oberst, gehen Sie zur Reaktorhalle. Dort ist in der Mitte ein Hauptreaktor, links vom Kontrollraum. Ein Aufzug führt ganz nach unten. Von dort müssen Sie die Treppe nach oben nehmen. Aktivieren Sie die Schaltung mit dem großen Hebel. Ich sage dann, wie es weitergeht. Oh mein Gott! Mein Gott! Was machen wir denn jetzt? Ja, Alter. Wladimir, wenn du das nur sehen könntest.
Mach dich bereit, Artyom. Es wird heiß. Ach du Scheiße, über Ghostbusters 2 oder was jetzt hier? Giftig. Und jetzt das Gas. Hier halten wir nicht lange durch. Junge, das ist der Ghostbusters 2 Glibberschleim. Es ist real. Erst die Geisterbahn. Erst das hier. Wie sieht das damit aus? Na, Olaf! Klasse! Lass uns die Wände rot anmalen! Bruder, ich brauch trotzdem Munition. Das ist ja ekelhaft, Mann. Das ist wirklich Ghostbusters, ey. Also, ich war schon an vielen Orten und habe viel Scheiße gesehen. Aber das hier ist eine Klappe. Oh ja. Er macht das schon. Kann ich wenigstens ein bisschen Munition sparen, ne? Vielleicht habe ich auch schon Munition die ganze Zeit übersehen. Das kann natürlich auch sein, ne? Hier ist die Treppe. Artyom, ich möchte dich nicht anlügen. Ich habe jetzt Angst. Okay. Kann man aber verstehen, ey. Das wird ja immer schlimmer hier. Beeilen wir uns, zum Bunker zu kommen. Der Anblick macht mich krank. Wo ist der Hebel? Aha. Ha, ich wusste, ihr schafft es. Oberst, das System ist automatisch. Geben Sie den Befehl ein. Leichter gesagt als getan, dass das so chaotisch hier ist. Okay. Reaktor Starter. 1, 2, 3, 4. Sieht einfach aus. Idiotensicher gebaut. Betten wir zu Gott, dass es funktioniert. Oberst, alles ist gut. Wir haben jetzt ein Viertel Energie. Wir brauchen volle Ladung. Weitermachen. Verdammt! Naja, besser kriegen wir es wohl nicht hin. Dann los! Zweiter! Was zum Teufel war das? Jetzt wehrt sich dieser Mist auch noch. Das wird ja jede Minute schlimmer. Manuelles Aktivierungssystem. Hydraulik. Verdammt. Artyom, du glaubst nicht, was du jetzt tun musst. Siehst du den Kran an der Decke? Geh in die Kabine. Mit diesem Notmechanismus können wir die Brennstäbe anheben. Versuche, dorthin zu kommen, während ich unseren Freund ablenke. Okay, auf geht's. Jetzt oder nie! Ja, okay. Ich brauche Munition! Rawa! Ey, jetzt geht's aber los hier. Artyom, jetzt der Kranführer, oder was? Ich muss es wirklich selber machen? Du wolltest sie doch ablenken, du Achtung, Dulli, dann mach's doch. Mach! Ah ne, den hatten wir schon, was? Ah, den hatten wir doch schon, glaube ich, oder? Oder hat's nicht funktioniert jetzt? Ich nehme erstmal den rechten hier. Doch, ich muss hier rausziehen. Ich hab's einfach nur verkackt.
das jetzt nicht so easy wie bei dem anderen? Ich verstehe es nicht. Muss ich ja erstmal angeben? Kontaktzone erreicht. Achtung! Ja, okay. Scheiße, ja, ein Schuss noch, ich bin tot. Ich muss den erst vorher komplett anheben hier, oder höher heben auf jeden Fall, als ich es gerade eben gemacht habe. Ich sehe nichts. Ja. Das war's. Ah, ich habe zu lange gebraucht. Scheiße. Was für eine Verbindung auf der anderen Seite, was? Weil da war ja auch irgendwas Grünes auf dem Radar. Oder ist es hier richtig? Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst jetzt. Ah, die, okay. Verdammt, so ein Mist, dass wir den Aufzug verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Wir sollten jetzt hier entlang. Wir kommen später zurück und bringen das zu Ende. Müssen uns besser vorbereiten. Kümmern wir uns zuerst um die Schwarzen. Machen wir. Ei. Junge, was ist denn hier los, ey? Was geht hier ab? Eintrag 4. Wir gehen wieder an die Oberfläche. Und dieses Mal sind wir vorbereitet. Ullmann scherzt, dass unsere Schritte die Erde erzittern lassen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass wir sie erbeben lassen. Immerhin sind wir bis hierhin durchgekommen. Nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Der Feind wird sterben. Wir werden ihn in Schutt und Asche legen, so wie wir es mit allen unseren Feinden gemacht haben. Nur eine Sache begreife ich nicht. Warum versuchen die Schwarzen nicht, uns aufzuhalten? Geraten wir direkt in ihren Hinterhalt? Die seltsame Vorahnung, die mich noch immer plagen, werden immer düsterer. Vielleicht wollen die das ja. Ich habe keine Ahnung. Ich check gar nichts bisher. Also wenig, sagen wir. Sehr gut, ja. Schau, Artyom. Unser Erbe. Unsere Zukunft. Wie viel Macht hier ist. Damit werden wir wieder über die Erde herrschen. Müssen nicht mehr wie Ratten leben. Mit Schwert und Feuer werden wir den Himmel und die Sonne zurückerobern. Damit wir uns aus der Asche erheben können, Städte wieder aufbauen können und die Metrotunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt sind. Alles wird wie... Ja. Sagen Sie mal, Oberst, ist es leicht, Superman zu sein? Zur Hölle mit Ihren Scherzen. Sie hätten sehen müssen, was da unten lebt. Also, Artyom und ich gehen zu Ostankino, um das Ziel zu korrigieren. Sie bleiben hier und verteidigen Wladimir. Ob wir es schaffen? Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turm zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut. Gehen wir, Artyom. Viel Glück, Leute. Danke. Ziehen wir ab, Immer die gleiche alte Geschichte. Du rettest die Welt, während du knietief in der Scheiße steckst. Und keiner interessiert sich dafür. Ja, das kennt man. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater hoch. Der Ostankino-Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem meine Geschichte begann. Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang, ne? Ja. Oder? Das ist doch die Stelle.
Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Jungs, nochmal! Ich habe keine Munition! Ich nicht Munition, du verstehst oder nicht? Au, au! Du Sacke, sehe ich Hilfe! Au! Die Horde hat sich zerstreut. Das ist unsere einzige Chance, den Dug zu erreichen. Bleib bloß nicht stehen. Ey, liegt hier nicht irgendwie eine Waffe? Von links. Von rechts. Lad nach. Jetzt wird gebumst, Junge, wieder. Jetzt könnte kommen, ey. Piss dich. Das ist ja ganz, das ist schon ganz geil, dass es mit dem hier anfängt. Dass hier mit dieser Szene anfängt und jetzt hier weitergeht, das ist schon ganz geil. Ey, warum hat der so ein geiles Elektrogewehr? Ey, was soll das? Ich will es auch haben. Schnell! Auf hier! Los! Los geht's! Ja, komm, Bruder, ich warte. Warum halt die Stimme jetzt so komisch die ganze Zeit? Fast geschafft! Bruder, das wird eine Geschichte. Warte kurz. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwie was. Wie kann man das alles vorne? Was muss man, um solche Dinge zu öffnen? Braucht man da irgendwie. Muss man sich da irgendwie so ein. Keine Ahnung. So ein Skill aneignen oder was? Oder ein Item kaufen zwischendurch? Und wir schmecken nach Scheiße. Wo ist denn der Kollege jetzt hin, ey? Ist er schon vorgelaufen? Alles klar! Los! Ja, komm! Leise. Los. Wo ist der denn? Ah, da kommt er jetzt. Bruder, mach doch nicht so. Suchen wir uns einen Weg nach oben. Ja, komm. Hier ist lang. Geile Mucke gerade.
einen Weg nach oben. Bist du ein ewiger Optimist, Mir. Leichter gesagt als getan. Gut, ich habe eine Idee. Klettere auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Ob das gut geht, ey? Na, komm schon! Na los! Komm schon! Voilà. Gehe zur Armee, haben sie gesagt. Das macht Spaß! Macht euch bereit! Jetzt wird es heftig! Macht euch? Bruder, die sind tot. Wir sind nur noch zu zweit. Scheiße! Wow. Bist du okay, Artyom? Fantastisch! Mama, bitte kommen! Wir sind im Turm. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Wir fahren höher. Ende. In Ordnung, Artyom. Jetzt müssen wir dich irgendwie hier hochkriegen. Warte, Dämonen. Turm. Einen mühseligen Schritt nach dem anderen steigen wir den Turm hoch. Wir kommen aus dem Untergrund und wir erstürmen den Himmel. Wolken umgeben uns wie undurchdringliche Mauern. Die Stufen sind extremst verfallen und zerbröckeln unter unseren Füßen. Der Wind scheint stark genug zu sein, uns die Haut von den Knochen zu peitschen. Wir sind im Himmel nicht willkommen. Unser Plot ist nicht gut hin. Ich wollte... Schnell, wechsel! Versuche einen Weg zu finden, Arthur! Das sagst du so einfach. Ich muss erstmal eine Spritze rein. Ja. Verpiss dich! Kann man ihn töten? Okay, nee, kann man nicht. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Einfach laufen. Wir sind im Tor. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Wir fahren höher. Ende. Sterb, du Stück. Ja, nimm's. Au! Du Schuschu? Dass sie auch eiskalt einfach so einen Löwensound nehmen, wa? Hinter dir, Artyom! Hinter mir! Wo muss ich denn jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Da ist eine Treppe in deiner Nähe! Ah ja, oh, okay, ja. Kann man so nennen, Treppe. Kann man sagen, dass Treppe ist. Komm. Jetzt? Yes. Oh, hier durch. Schnell. Gut gemacht. Danke. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Geh noch weiter hoch. Nein! Bitte kommen! Mila, schieß, Artyom! Schieß! Artyom, Mila, bitte kommen! Dieses Mistvieh! Bitte kommen, Ullmann! Ich bin verwundet! Bleiben Sie mit Artyom in Kontakt! Ende. Verstanden, Oberst. Ende. Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hoch klettern, wie du kannst, und das Leitsystem einrichten. Bewegung, Junge. Jetzt hängt alles an dir. Aber erst jetzt, oder?
Oh Mann, ey. Ich dachte, der ist tot. Liegt hier noch irgendwie was zum Lesen? Ja. Kein Scheiß, das war so klar. Das fühlt sich sehr nach Finale an. Ja gut, diese Quick-Time-Events, die hätte man sich jetzt auch noch sparen können, aber der ist auch nicht so schlimm. Alles gut. Scheiße, Mann. Sehr gut, sehr gut. Nochmal neue Filter. Wer ist hier? Wer bringt den Tod? Willkommen, Artyom. Irgendwas blockiert das Signal. Okay. Was zur Hölle geht hier ab? Hier noch irgendwas zum Lesen? Nee, noch nicht. Haben wir überhaupt noch Einträge? Warte mal ganz kurz. Ja, einen hätten wir noch. Oh nein, wieder dieses. Ah! Oh, okay, Junge, 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 Junge. Okay, jetzt bin ich hier. Wo zum Teufel muss ich hin? Au! Sorry. Ah, okay. Ihn aufhalten, falten. Ihn zerstören. Bitte kommen, Artyom! Bitte kommen! Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Du wirst aufgehalten werden. Ihr darf nicht. Wir werden ihn zerstören. Was ist denn jetzt los? Was ist hier los? Muss ich das... Kann ich hier runterfallen? Ja. Bin ich hier richtig? Gibt es verschiedene Enden? Oh Gott. Was habe ich getan? Ich bin tot.
Okay, oh Junge, okay. Ich dachte schon irgendwie, dass, ja, okay. Hätte sein können, dass es verschiedene Enden gibt. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Hier ist ja, falle ich ja runter. Ah, hier. Oh shit, Junge. Du wirst aufgehalten werden. Das war jetzt auch wieder falsch? Okay, gut. Okay, gerade eben sollte ich zu ihm laufen, jetzt sollte ich es nicht machen. Man muss es erstmal testen. Das ist. Oh, genau. Okay, alles klar. Ach Leute, das muss ja also wirklich nicht sein. Oder? Muss das sein? Weil gerade sollte ich auf den zulaufen, jetzt nicht und dann ist es falsch wieder, weißt du? Also ganz komisch. Na gut, okay. Hä? Okay. Ändert sich das immer wieder, was? Jetzt ist es nämlich richtig, da auf ihn zuzugehen und gerade eben ist es falsch. Nein, das ist hätte man ja auch hier einen Checkpoint machen können, ehrlich gesagt. Richtig? Muss ich jetzt hier langlaufen? Oder? Hier ist der Sackgasse, oder? Ja, hier ist Sackgasse. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt, okay. Was passiert hier in andere Richtung? Ey, die Musik ist ja mega. Dieses Ding, 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 Ding. Was zur Hölle ist hier los, ey? Was zur Hölle ist hier los? Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich habe gar keinen Schimmer, was hier abgeht. Da wahrscheinlich dann eher nicht hin.
Ist es feindselig, töte es. Okay. Das ist komplett gestört, was hier abgeht. Zielsequenz abgeschlossen. Artyom, die Raketen sind unterwegs! Ein weiser Mann sagte einmal, der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Eieieiei, Freunde. Wow, ich weiß gar nicht, was abgeht. Wir haben wahrscheinlich nur einen von denen jetzt erledigt, oder? Da gibt es ja bestimmt noch mehr von diesen Viechern. Aber wie das jetzt entstanden ist, das kann einem ja von diesem ersten Game ja gar nicht klar werden, oder? Also das gehe ich mal von aus. Interessant, ey. Geile Atmosphäre, coole Musik auch gerade eben. Ja, hat schon Spaß gemacht, ey. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, es endlich mal nachzuholen, ey. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob sich das irgendwie steigert noch. Ist auch mit Metro Exodus, ist das eigentlich zu Ende erzählt? Ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob denn Artyoms Geschichte zu Ende erzählt. Spielt man den da überhaupt? Keine Ahnung. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, war's es echt an der Stelle auf jeden Fall. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Freunde, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank fürs Begleiten, für die Unterstützung, für die Tipps und Tricks eurerseits. Und ja, haut rein.